begrüße Sie gerne zu unserem 27. transdisziplinären Gespräch mit dem Universitätskollegen Professor Bernd Dolle-Weinkauf. Dem Gespräch kommt eine besondere Bedeutung zu, da der Interpretationsansatz des Kollegen, und das hat mich überrascht, doch so an der vordersten Front sich bewegt, da er das Konzept von Ronald Robertson als ja, Interpretationstheorie für seine Analysen einsetzt. Angesprochen ist damit der Begriff der Glokalisierung. Nicht Globalisierung, Glokalisierung. Wir kommen vielleicht in der Diskussion dann noch auf die Begriffsklärung zu sprechen. Warum kommt aber weiter dem Gespräch eine besondere Bedeutung zu? Wir sind jetzt dabei, in dem Segment der Protosoziologie Multiple Modernities, Modernization and Globalization, das Update unserer Forschung vorzunehmen, einer bestimmten Auswahl. Das Projekt besteht ja schon seit Mitte der 1990er Jahre. Die erste große Publikation war Strukturelle Evolution und das Weltsystem im Suhrkamp Taschenbuch, zweite Auflage bei Springer VS 2015. In diesem Rahmen spielt der Begriff der Glokalisierung eine, ja, sagen wir mal, wichtige, wenn nicht sogar eine zentrale Rolle, weil wir uns, oder vielen Kollegen wird das bewusst, wir uns in einer Umschichtung in einem Segment der soziologischen Theorie befinden. Sie ist ausgelöst worden durch die ja, weitgehenden sozialstrukturellen Veränderungen, die wir in den letzten 30 Jahren beobachten. Das betrifft letztlich alle Grundbegriffe der Soziologie, die neu zu systematisieren sind. Es betrifft aber auch das, was man so naiv Kulturtheorie nennt. Ich erinnere da an den Satz von Niklas Luhmann: Kultur ist der schlimmste aller Begriffe, der verhängnisvolle Folgen nach sich gezogen hat. Und er setzt daran ein anderes Konzept. In diesem Rahmen möchte ich mich erst einmal herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Und ja, wir sind alle gespannt auf Ihren Vortrag und das daran anschließende Gespräch. Lieber Herr Breyer, liebe Zuhörer, ich bedanke mich sehr für die Einladung, hier bei Ihnen vortragen zu dürfen und nachher mit Ihnen darüber diskutieren zu dürfen. Und ich will gleich einsteigen, eine etwas provokatorische Frage ist im Titel aufgeworfen worden, und wie sich das bei Vorträgen gehört, beantwortet man die nicht am Anfang, sondern das wird dann so im Teil des Schlusses geschehen. Ich werde auch, das wird Sie vielleicht sogar etwas irritieren, mir erlauben, mit einer kleinen Anekdote anzufangen. Im Frühjahr des Jahres 1964 erhielt der Direktor des damals frisch gegründeten Instituts für Jugendbuchforschung, von dem ich komme und an dem ich arbeite, und der Weg von da nach hier ist nicht so weit, denn das ist hier im Erdgeschoss in Querbau 2 gelegen,
erhielt einen Anruf von einer Einrichtung aus Mainz mit dem Namen Deutsches Jugendschriftenwerk. Diese Mainzer Institution fragte an: Herr Doderer, Sie haben bei der Gründung des Instituts Ihre Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Formen von Literatur und Lektüre dargelegt. Jetzt möchten wir Sie fragen, wir haben hier einen größeren Bestand an Comics und ob wir den vielleicht Ihrer Bibliothek übereignen dürfen. Klaus Doderer musste erst mal schlucken, denn darauf war er eigentlich nicht gefasst. Aber er hat sich dann sozusagen bei seinem ihm vorauseilenden Ruf nehmen lassen müssen und ja, wir werden das also tun, war allerdings nicht darauf gefasst, was daraufhin eintreten würde. Vor diesem Gebäude hielt dann zwei Wochen später, das ist die erste Heimstätte des Instituts für Jugendbuchforschung, einige von Ihnen werden es vielleicht erkennen, das ist die Georg-Vogt-Straße 10, unterhalb des mittlerweile nicht mehr existenten Uniturms gelegen. Dort hielt ein Kleinlastwagen und auf der offenen Ladefläche einige tausend Comichefte. Wie Zeitgenossen berichten, ich war nicht dabei, muss ich gestehen, da war ich selbst noch in der Schule, wurden dann diese Comics mit Schippen abgeladen und erstmal in Container in der Bibliothek gelagert und dann erst ein bisschen aufgestapelt. Das ist der Anfang und der Zusammenhang von dem Ganzen ist derjenige, das Deutsche Jugendschriftenwerk gehörte zu den Institutionen, die in den frühen 50er Jahren Comics bei Kindern einsammelten bzw. über die Lehrer und Eltern einsammeln ließen, denn sie galten ja, und das wissen wir alle, noch als Schundliteratur und hatten eigentlich in Kinderhänden nichts zu suchen. Diese Comics, deren Schicksal war dann meistens, dass sie dann in der Mülltonne landeten oder irgendwo versenkt wurden, aber in diesem Fall hatte jemand bei dieser Institution in Mainz die Idee, na, das könnte man ja mal der Forschung zur Verfügung stellen. Tatsächlich ist das auch geschehen und das ist der Anfang des Comic-Archivs des Instituts für Jugendbuchforschung, das ich nun seit Anfang der 80er Jahre verwalte, aufgebaut habe und das mittlerweile etwa 70.000 Medieneinheiten aufweist. Damit haben wir zwei Sachen. Erstens die Grundlage meiner Arbeit, meiner Forschungen. Zweitens einen Hinweis, und das ist der eigentliche Grund, warum ich diese kleine Erzählung an den Anfang gestellt habe, auf den Comic als soziokulturelles Phänomen. Denn ich will hier mit unterstreichen, das ist nicht irgendein Gegenstand, gerade zumal für Literaturwissenschaftler, sondern einer, der in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen seit seiner Existenz zu Beginn des 20. Jahrhunderts, kommen die ersten Comics in den USA auf, immer wieder für Diskussionen gesorgt hat und in den 50er, 60er Jahren für besonders heftige unter dem Stichwort Schundkampf. Noch ein weiteres Beispiel, dass diese soziale Funktion oder besser gesagt das Phänomen Comic als ein soziokulturelles Phänomen noch einmal jetzt wieder von einer etwas anderen Seite oder einer anderen Facette beleuchten soll. Wenn Sie sich das anschauen, dann haben wir hier so die Speerspitze der 68er Protestwelle und die war nicht zufällig von einem Comiczeichner geführt. Alfred von Meisenbug, ein SDS-Mitglied in Frankfurt, hat in Anlehnung an Roy Lichtenstein ein kleines Melodram geschrieben und publiziert mit dem Titel Supermädchen. Das ist aber nun keine Superheldin, das war der parodistische Hieb dabei, sondern es ist eine Verkäuferin, die ein gar nicht so gutes Schicksal erleidet, sondern eines, wie das den Figuren im Strubbelpeter ein bisschen so geht. Sie geht nämlich unter an der Konsumgesellschaft. Das Buch hat damals Furore gemacht, nicht nur wegen der Aufmachung. Es war ein Comic natürlich ganz anderer Art als derjenigen, die man
damals gekannt hat. Und es deutet an, dass sich nun in der kulturellen Praxis Comics auf einmal aus dem, reinen Unterhaltungsbereich herausziehen lassen und verwenden lassen für politische Agitation. Dazu noch ein anderes Beispiel, dass das noch einmal etwas zugespitzter vielleicht zeigt, jedenfalls in seiner politischen Operativität. Manchen von Ihnen wird noch in Erinnerung sein, dass unsere Krisen um Investmentbanking ja längst nicht die erste waren, die wir 2008 und Folge hatten, sondern dass zu Anfang der 70er Jahre der sogenannte iOS-Skandal um die Welt ging. Ein britischer Fondsmanager hatte es verstanden, mit einer wunderbaren Idee eines Schneeballsystems Geld einzusammeln und damit den Leuten aus der Tasche zu ziehen. Das war ein politischer Skandal, der hier nun auch wiederum in diesem Fall von einem italienischen Autor Giorgio Pellizzi und von den deutschen Zeichnern Beinhorn und Büchtern umgesetzt wird, ebenfalls wieder in einen Politcomic, würde man heute sagen. Also ich denke, damit ist erstmal ein Punkt noch angesprochen, der gleich vielleicht zu Anfang deutlich macht, wir haben es mit einem Phänomen zu tun, das sehr schillernd ist, viele Facetten aufweist und in kultureller Hinsicht sehr interessant ist. Bevor ich nun noch etwas tiefer gehe an dieser Stelle, nochmal ein kurzes Eingehen auf die Besonderheiten dieses Gegenstands. Es geht mir dabei darum, auch zu zeigen, warum Comics als Gegenstand für die Literaturwissenschaftler interessant sind. Wir haben hier ein Beispiel, das nun ganz und gar untypisch ist, mit dem ich aber genau auf die typischen Merkmale zu sprechen kommen will. Wir wissen alle, Comics sind zunächst einmal sequentielle Bilderzählungen. In den USA wurde der Begriff der Sequential Art geprägt. Das heißt, wir haben Bildfolgen, die eine Erzählung, eine Narration ausbilden, und diese Bildfolgen sind normalerweise von Schrifttexten begleitet und gemeinsam in der Synergie, das heißt im Zusammenfließen, wie wir in unserem Fachchinesisch das ausdrücken, entsteht erst die Erzählung. Jetzt haben Sie hier aber nun just den Fall, und der macht das nun noch mal etwas deutlicher, dass wir es gar nicht mit Schrifttexten, jedenfalls nicht mit konventionellen, zu tun haben. Der Illustrator Hendrik Dorgarten hat sich den Spaß erlaubt, einen völlig schriftlosen Comic zu produzieren und an dessen Stelle eine andere typische Zeichenart des Comics, nämlich das Piktogramm, das grafische Symbol und ähnlich gelagerte Zeichen zu setzen und damit die vertrauten Sprechblasen zu füllen und auf diese Art und Weise dem Leser so eine Art Rätsel- und Suchspiel vorzusetzen, das geeignet ist, ein bisschen diese normale Wahrnehmung zu brechen und deutlich zu machen, wie wichtig eigentlich die Schrift ist. Sie können, wenn Sie das hier sehr aufmerksam lesen, viel aufmerksamer, als Sie einen konventionellen Comic lesen würden, in etwa dahinter kommen, was gemeint ist. Und wenn Sie Lust haben, können wir nachher auf dieses Rätsel nochmal zurückkommen und es gemeinsam knacken. Wir werden aber feststellen, dass wir zwar in etwa eine Ahnung von dem bekommen, was diese Zeichen bedeuten und was daraus sich für die Geschichte ergibt, dass diese Piktogramme und Bildsymbole aber eigentlich meist nicht eindeutig sind oder nicht in einer Weise konventionalisiert wie die Schriftzeichen, die dadurch erst die Geschichten eindeutig machen. Und das ist der wesentliche Grund, warum die Schrift so wichtig ist für den Comic und warum ich mich als Literaturwissenschaftler damit beschäftige
Und warum ich generell, und ich weiß, dass ich da bei anderen Fachkollegen anecke, den Comic als eine besondere Form der Literatur betrachten möchte und nicht in erster Linie der bildenden Kunst oder von irgendetwas anderem. Gut, das soll für den Anfang, für den Einstieg erstmal genügen. Ich möchte nun von der Form auf mediale Aspekte zurückkommen. Comics werden immer wieder als Medien bezeichnet, was in einem allgemeinen Sinne auch richtig ist. Genauso wie es richtig ist, dass etwa Messer und Gabel ein Medium zum Essen ist, ein Stuhl ein Medium zum Sitzen und so weiter. Wenn wir aber etwas präziser sein wollen, dann müssen wir die Erzählform, Sequential Art, also das Erzählen in Bildern und Schrift, als eine bestimmte kodierte Form unterscheiden von dem Medium oder den Medien, mit denen sie präsentiert werden. Denn erst dann können wir die Folgen untersuchen, die daher rühren, dass unterschiedliche Medien Auswirkungen auf die Aussage und die Form der Erzählung nehmen. Und das wird gleich schon deutlich, wenn wir beginnen damit, Comics sind zuallererst Produkte der Presse, das heißt, sie erscheinen in Zeitungen, in den amerikanischen Zeitungen der Jahrhundertwende fängt es, wie gesagt, an. Und wir haben sie in zwei unterschiedlichen Formen, in Farbe nämlich und ganzseitig, ich habe hier jetzt die Hälfte der Seite bei dem obigen Beispiel weggelassen, als Sonntagsstrips und als sogenannte Dailies oder Tagesstrips in Schwarz-Weiß und in sehr viel weniger Einzelbildern. Das heißt, die Geschichten, die auf diese Weise präsentiert werden können, sind natürlich schon in ihrem Umfang begrenzt und das hat einschneidende Folgen dafür, was überhaupt mit diesen Erzählungen gemacht werden kann, wie sie ausgeformt werden können. Es hat 30 Jahre gedauert, bis die amerikanischen Comicproduzenten darauf kamen, dass man das ändern könnte. Und jetzt entsteht ein Medium, ein neues Medium, das Comic-Heft, das in den USA als Comic-Book bezeichnet wird. Und damit eröffnen sich ganz neue Spielarten für die Gattung. Was wir bisher an komischen oder zuletzt auch an Adventure-Inhalten in den Comics haben, kann jetzt in breiteren Erzählungen präsentiert werden. Wir sehen das einerseits bei den Disney-Comics und dann vor allen Dingen aber bei den Superhelden-Comics, die von dort aus dann ihren Siegeszug antreten. Es ist also keineswegs so, dass das Heftchen in Anführungszeichen oder das Comic-Heft, was gemeinhin als die eigentliche Form des Comic gilt, den Ursprung darstellt, noch stellt es die einzig typische Form dar, sondern es ist ein Medium, das im Laufe der Entwicklung auftritt und dann an eine große Bedeutung gewinnt. Und das hat etwas, wir werden da am Schluss nochmal drauf zurückkommen, auch etwas mit den Adressaten zu tun. Denn die Comicstrips, die werden von Zeitungskäufern gekauft. Während die Comic-Hefte können sich nun direkt an Kinder und Jugendliche wenden. Das ist die Kioskware, die man für Taschengeld erstehen kann. Und auch das hat dann weitreichende Folgen. Comics bleiben aber nicht auf diese beiden printmedialen Formen beschränkt, sondern es entwickelt sich allmählich und diesmal zuerst in Europa. Und zwar für lange Zeit bleibt diese Entwicklung auf Europa beschränkt, das Buch als Medium des Comic. Das ist in den Anfängen und über gut 20 Jahre, wir sehen das hier etwa an dem Tim und Struppi-Band aus Frankreich oder bei dem Asterix-Band, einfach ein Sammelband von gesammelten Episoden einer Serie. Das heißt, mit dem Buch kann der
Comicmacher und der Verleger entscheiden, ich biete etwas Serielles, was es bisher immer gab, was die gewöhnliche Form war, oder ich biete etwas Abgeschlossenes. Und Sie werden vielleicht in Erinnerung haben, dass alle diese Ausgaben, die wir hier haben, ja keine Endlosserien in der Weise darstellen, dass es dann nach diesem Band sofort in der gleichen Weise weitergeht, sondern es fängt ein neues Adventure an. Und das wächst dann Ende der 60er Jahre in Frankreich hin zur Comic, zum Roman BD, zur Comic-Publikation als einer selbstständigen Einheit, die nicht als Sammelband einer Serie konzipiert ist, sondern als ein eigenständiges Werk. Und das ist genau das, was dann 10 Jahre später als das große Novum in den USA als Graphic Novel verkauft wird, wobei hier eine Entwicklung gewissermaßen usurpiert wird, die in Europa längst vorbereitet und durchgeführt gewesen ist. Aber es war nun ein amerikanischer Zeichner, Will Eisner, das ist hier dieses Werk, A Contract with God, erschienen 1978, der diesen Begriff geprägt hat. Sie können es hier leider nur sehr schlecht sehen, A Graphic Novel by Will Eisner. Dabei handelt es sich gar nicht um einen Roman, denn das legt ja diese Gattungsbezeichnung nahe, sondern es ist tatsächlich eine Sammlung von 4 abgeschlossenen Kurzgeschichten, die allerdings um ein Thema kreisen. Man darf die Bezeichnung Graphic Novel nicht als Gattungsbezeichnung nehmen, denn die Merkmale, die hier dafür notwendig wären, um eine solche Einheitlichkeit zu sichern, die gehen weit auseinander, aber wir können diese Bezeichnung durchaus akzeptieren als eine Bezeichnung, als einen Begriff für avantgardistische Tendenzen mit den Mitteln des Comics, für neue, literarisch ambitionierte Texte, die mit den Mitteln des Comics selbstständige Werke in die Welt setzen. Hier ein Beispiel aus jüngerer Zeit von einem deutschen Autor, eine Faustparodie von Felix Görmann, der unter dem Pseudonym Flix schreibt, die zuerst in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschien und dann später als Buchausgabe. Und die vielleicht bekannteste Graphic Novel überhaupt weltweit, die deswegen einen solchen Ruf erhalten hat, weil es sich um den Versuch handelt, die eine Geschichte aus dem Holocaust, die eine Familiengeschichte aus dem Holocaust mit den Mitteln des Comic zu erzählen. Das hat Art Spiegelman, indem er die Geschichte des Auschwitz-Häftlings Vladek Spiegelman in diesen 2 Bänden berichtet, in den späten 80er Jahren begonnen vorzulegen. Damit haben wir also vielleicht nochmal, um nochmal das jetzt auf diesen Medienbegriff zurückzuführen, wir haben, glaube ich, jetzt, es wird sehr deutlich, dass aus dieser Abstufung innerhalb der Printmedien allerlei Entwicklungsmöglichkeiten sich entfalten, große Konsequenzen dafür haben, was kann man überhaupt mit dieser Form unter die Leute bringen und wie. Comics sind allerdings in der gegenwärtigen Medienlandschaft nicht alleine stehend, auch nicht diese 3, 4 oder 5 Printmedienformen, von denen ich bisher berichtet habe, sondern sie stehen in einen Media-Mix hineingestellt, moderner, audiovisueller und anderer Medien, der in Japan am weitesten entwickelt ist. Und dabei nehmen sie eine Sonderstellung ein. Dieses Schaubild hier verdeutlicht zum einen, in welche Bereiche Comic-Stoffe und Comic-Szenarien, sage ich mal, in anderen Medien gelangen. Da ist hier, wenn hier von Light Novel die Rede ist, das sind reine Schrifttexte. Das heißt,
Comics werden in Japan in Kurzform als sogenannte Light Novels als Schrifttexte publiziert. Sie liefern die Stoffe für Computerspiele, für Zeichentrickfilme und die wiederum werden in wiederum unterschiedlichen Submedien, etwa den Kaufvideos, TV-Serien und Kinofilmen, dann produziert und weitergeführt. Die Rolle des Comic hier, also des Manga in diesem Fall, ist insofern interessant, weil es relativ selten ist, dass sich diese Strukturen im Medienmix ändern. Wir haben zwar eine geringere Zahl von Vorlagen, die zuerst im Film entstehen oder in einem anderen, also im Computerspiel zum Beispiel, aber Sie können davon ausgehen, dass weit über 90% der Produktionen letzten Endes auf Manga beruhen, auf Comics und das deswegen, weil das einen ganz einfachen ökonomischen Grund hat. Die Produktion und die Publikation von Printmedien ist sehr viel billiger als die von aufwendigen Kinofilmen, TV-Serien und allem anderen, was jetzt hier noch zu sehen ist. Das heißt, man kann im Printmedium antesten, wie ein bestimmter Stoff ankommt und alles, was nicht ankommt, fällt dann hinten runter, aber das, was dann Erfolg hat als Manga, das kann dann weiter wandern in das nächstbilligere Medium sozusagen, um dann schließlich im aufwendigsten, und das ist bis heute oder nach dem derzeitigen Stand, der Kinofilm sich dann darzustellen. Also Comics sind auf diese Art und Weise, und das unterstreicht auch nochmal diese Funktion in diesem soziokulturellen und sozioökonomischen Bereich. Sie sind die Lieferanten der Szenarios, der Themen, der Stoffe für sehr viele andere mediale Produktionen. Ah, das war jetzt noch zu früh. Ich komme jetzt zu dem Punkt, den Herr Breyer schon ein bisschen angedeutet hat, und zwar, es geht darum, Comics spielen im Zug der kulturellen Globalisierung auch eine Sonderrolle, beziehungsweise eine, die sehr anschaulich zeigt, wie Globalisierungsprozesse vor sich gehen. Wir können heute feststellen, dass wir in der Produktion von Comics aller Art, jetzt Serien, abgeschlossene Werke oder das spielt keine Rolle, wir haben drei Zentren in der Welt. Das erste ist das Ursprungsland, die USA. Das zweite ist Westeuropa, mit insbesondere Frankreich und Belgien. Und das dritte Zentrum ist Japan. Und diese Zentren haben sich nicht gleichzeitig ausgebildet, sondern tatsächlich ist nach den Anfängen in den USA Westeuropa in den 30er Jahren nachgezogen und Japan dann nicht mit den Anfängen, aber mit der weltweiten Verbreitung erst in den 80er Jahren. Das heißt, wir haben hier einen kulturellen Globalisierungsprozess, der sich ganz gut an dieser Literaturform veranschaulichen lässt. Und ich will das jetzt noch einmal an ein paar Beispielen zeigen, die das jeweils unterschiedlich akzentuieren. Wenn Sie sich das hier anschauen, das handelt sich um eine Episode der Katzenjammer-Kids, eine Sonntagsseite von 1901, dann wird Ihnen nach einigem Nachdenken oder vielleicht sogar ganz spontan sofort da etwas bekannt vorkommen. Wie war das denn da mit der Brücke? Und dann kracht die ein und diese beiden Burschen freuen sich, aber am Schluss kriegen sie ihre Strafe. Und dann sind diese Burschen ja auch noch in einer ganz bestimmten Weise gestaltet. Was wir hier vor uns haben, ist ein Produkt sozusagen der ersten Welle der Globalisierung. Die Vorläufer der Comics entstehen in Europa, nicht in den USA, und einen sehr großen Anteil daran haben
die deutschen Bildgeschichten und allen voran der Autor Wilhelm Busch. Wenn ich hier von Buschiadisierung spreche, dann ist damit ein Phänomen gemeint, dass die Max, insbesondere das Muster Max und Moritz, in zahllosen Büchern, Satiren, Bilderbüchern und so weiter seinen Niederschlag gefunden hat und auch auf einem ganz eigenen Weg dann im amerikanischen Comicstrip. Denn dort wurden in dieser Zeit der Begründung dieser Gattung deutsche Zeichner gerne angestellt, weil sie diese Dinge sozusagen das Know-how dafür hatten und ein gewisser Rudolf Dirks, der schon der Name verrät, seine Herkunft aus den deutschsprachigen Ländern, der erhielt von einem der amerikanischen Pressezaren explizit den Auftrag, I need something like Max and Morris. Und aus diesen Anfängen stammt dann eine der ersten Comic-Strip-Serien, die Katzenjammer-Kids, die dann nicht einfach eine 1:1 Adaption darstellen, sondern sozusagen bestimmte Impulse aufgreifen und das dann weitertreiben. Die nächste Stufe, ich mache jetzt einen großen zeitlichen Sprung, macht jetzt noch einmal deutlich, die amerikanischen Comics entwickeln sich über gut 30, 40 Jahre, erst vom Comicstrip, dann zum Comicbook, und sie bilden neben der grotesk-komischen eine Adventure-Linie auf. Und in dieser Adventure-Linie spielt natürlich der Western eine große Rolle. Anfang der 50er Jahre entsteht so etwas in Frankreich, und zwar unter Aufgreifen einerseits dieser amerikanischen Stoffe und Gattungsmuster, eben des Western. Im Film haben wir natürlich vergleichbare Erscheinungen, aber das ist jetzt hier eine spezifische Comic-Angelegenheit. Und vor allen Dingen, es beschränkt sich nicht auf die stofflichen Übernahmen, sondern wenn Sie sich diese Zeichnungen hier anschauen, dann erkennen Sie hinter dieser Handschrift des französischen Zeichners Giger, Joseph Giger, ganz deutlich die der zeitgenössischen amerikanischen Adventure-Zeichner. Dabei bleibt es aber nicht. Eines der interessantesten Phänomene an Manga, wie wir sie heute kennen, ist, dass die bestimmte Merkmale, wie die tellergroßen Augen, die gummiartigen Bewegungen und so weiter, die als typische Merkmale des Manga gelten, nichts anderes sind als eine Übernahme amerikanischer Formen wiederum, insbesondere der Vorbilder, wie sie sich in den Disney-Comics und Zeichentrickfilmen niedergeschlagen haben. Und es war ein japanischer Zeichner, Osamu Tezuka, der mit dieser Roboterfigur, des Astro Boy, sozusagen diesen Disney-Impuls in Japan populär gemacht hat und damit die großen Augen und alle diese Merkmale gesetzt hat als etwas, das wir seither als ja, typisch japanisch einstufen, was es aber gar nicht ist. Wiederum eine Linie im Zug dieses Prozesses der Globalisierung, der hier umschlägt in ein lokalisiertes Produkt, das dann selbst sich weiterverkauft und entsprechend dann im Rest der Welt populär wird. Und das kommt dann auch in Deutschland an, wird aber ebenfalls nicht einfach übernommen. Wir haben die große Manga-Welle in den deutschsprachigen Comics Ende der 90er Jahre und wir haben alsbald eine Reaktion in der Weise, dass sich eine bis dahin nie gekannte Amateurzeichnerbewegung aufgetan hat. Das hat es bei den Comics immer gegeben, aber in diesem Umfang ist es im Falle des Manga etwas ganz Extraordinäres. Insbesondere sehr junge Frauen fingen an zu zeichnen und wurden sehr bald mit Manga, mit deutschen Manga, die dann den Spitznamen Germanga erhielten,
ziemlich populär. Eine davon ist Christina Plaka, die hat in Offenbach an der Kunsthochschule studiert. Hier bei uns in der Japanologie ist mittlerweile eine eingeführte Manga-Zeichnerin. Diese Dialektik von Globalisierung und Lokalisierung wird, glaube ich, in diesen Beispielen, wenn man das im Detail sieht, noch einmal sehr anschaulich, wenn es auch sich dann um jeweils ganz unterschiedliche Aspekte handelt, denn es tritt tatsächlich in jedem Fall nicht einfach eine Übernahme eines übergestülpten Konzepts auf, sondern eine Verarbeitung davon und eine Rückgabe zum Teil dann wieder in die Ursprungsländer. Ich komme nun zu einem Punkt, der noch ein bisschen stärker die Gegenwartsentwicklungen in den Fokus nimmt. Ich möchte das einleiten mit einer kleinen Bildfolge, die die Veränderungen in der Wahrnehmungskultur und in den Dekodierungsfähigkeiten des Publikums im Lauf der Geschichte des Comic deutlich macht. Was wir hier vor uns haben, ist ein einzelnes Panel, also ein einzelnes Bild aus einer Prinz-Eisenherz-Serie von 1941. Und es ist eine Szene, in der geht es offensichtlich sehr kämpferisch zu. Es geht im Zentrum jetzt von dem, was ich hier berichten möchte, ist die Frage, wie wird mit Gewalt umgegangen? Wie wird erzählt von gewalttätigen Handlungen? Wie werden diese im Comic inszeniert? Sie haben hier einen Kampf zwischen Eisenherz und den Piraten. Und das ist eine Schlüsselszene in dieser Episode, denn es ist der Augenblick, in dem die Getreuen, der Prinz Eisenherz und seine Getreuen dann über die Piraten herfällt und losschlägt. Wenn Sie sich das anschauen, das starrt nur so vor Waffen, die sind auch drohend erhoben und schon die ersten Schreckensschreie gehen los. Aber an keiner Stelle sehen Sie irgendwo eine Waffe auftreffen oder zuschlagen. Es gibt auch keine Bilder von davon Versehrten und so weiter. Und was wir hier vor uns haben, ist ein Konzept des Umgangs mit Höhepunkten in der Erzählung und hier einem Gewalthöhepunkt, der letzten Endes auf das 18. Jahrhundert zurückgeht, auf Lessing, auf den Laokoon. Der dort, ich sage das jetzt in sehr verknappter Form, sagt, wir dürfen im Bild nicht den Höhepunkt einer Handlung direkt zeigen, denn das raubt dem Leser die ganze Fantasie, sondern wir müssen er nennt das den fruchtbaren Moment, wir müssen diese Spannung offen halten, damit der Leser sich selber denken kann, was dabei geschieht. Und das hat jetzt hier noch die zusätzliche Funktion, dass man es einfach nicht wollte, dass man keine Gewalthandlung bis in letzter Konsequenz darstellen wollte. Und das ist der Grund, warum, Sie sehen jetzt das folgende Bild, alles friedlich wieder, die Beute wird eingesammelt. Ja, muss ja irgendetwas dazwischen gewesen sein. Es ist also ein Zeitraum, dieser fruchtbare Moment im Sinne Lessings wird also sehr weit gefasst und es ist damit eigentlich alles vermieden, was nun tatsächlich diese Auseinandersetzung in ihrer Schärfe auch ausgemacht hätte. Das bleibt natürlich nicht so, wie wir alle wissen, und einen großen Anteil haben daran die amerikanischen Superhelden-Comics. Während Harold Foster, das ist der Autor von Prince Valiant, sein Konzept dem Historismus des 19. Jahrhunderts entlehnt, praktizieren die amerikanischen Superheldenzeichner moderne Konzepte, die sich an den Film anlehnen, in denen tatsächlich die gewalttätige Handlung nicht nur in einem Bild, sondern in ihren ganzen Abläufen gezeigt wird und jeder Treffer am Körper auch genau geschildert wird, sitzt. Wir haben hier
Wir hatten vorhin bei Eisenherz von dieser Schlachtszene ein einziges großes Panel. Das erstreckt sich über 3 Seiten. Ja? Und es geht nur darum, Treffer zu landen, das Hin- und Herwogen des Kampfes. Ein ganz anderes Konzept verfolgt der Manga. Und das ist erstaunlich, weil er eigentlich in dem Ruf steht, sozusagen gerade mit der Akzentuierung von Gewalt ja auch nicht ganz ungefährlich für die jugendlichen Leser zu sein. Tatsächlich ist es aber so, und das ist jetzt hier ein Beispiel aus einer Samurai-Geschichte, die in Deutsch 2001 erschienen ist, dass hier Szenen, in denen ein sehr ruhiger Erzählvorgang die Auseinandersetzungen vorbereitet, sich ablösen von plötzlichen Eruptionen, die sich aber von der Batman-Episode, die wir vorhin gesehen haben, dadurch unterscheidet, dass diese direkte Beziehung, diese realistische Darstellung von Gewalt aufgelöst wird in ein fragmentarisches Chaos, bei dem ebenso wieder in gewisser Weise dann ja, die Fantasie des Lesers zum aktiviert werden muss, um überhaupt sich zusammenzureimen, was hier passiert. Wir müssen hier berücksichtigen bei dieser Abbildung, Manga werden in aller Regel von rechts nach links gelesen. Es geht also hier los. Wir sehen den heranstürmenden Samurai. Das war dieser ganz ruhig dastehende junge Mann, den wir eben im Bild gesehen haben. Wie er hier hinten sind die Gegner, weit entfernt zu sehen. Und lauter Bildausschnitte aus der Umgebung und aus dieser kämpferischen Auseinandersetzung. Es ging mir jetzt hier eigentlich weniger speziell um das Thema Gewalt, als um Aufzeigen von Veränderungen in den Darstellungskonventionen und in den Wahrnehmungsgewohnheiten des Publikums. Denn das, was wir hier etwa haben, das ist etwas, was die Manga für heutige Leser attraktiv gemacht hat und für die große Faszination gesorgt hat, die sie ausüben. Ein weiteres Beispiel aus dem Bereich des Manga, welches das nochmal dokumentieren soll, dass hier anders herangegangen werden muss als an konventionelle Bildgeschichten oder Comics, herkömmliche Comics, wie wir sie kennen. Fushigi Yugi ist eine Geschichte, es spielt das hier der Inhalt eigentlich überhaupt keine Rolle, um zwei japanische Schülerinnen, die es in eine Anderswelt verschlägt, an das mittelalterliche China erinnerndes Reich, wo sie bestimmte Aufgaben, wie das so in Fantasy-Erzählungen der Fall ist, einer Quest durchzuführen haben, eine bestimmte Aufgabe zu lösen haben. Was uns hier jetzt in erster Linie interessiert, ist jetzt nicht diese Geschichte an sich, sondern die Art und Weise, wie sie erzählt wird. Das Erste, was auffällt, bitte denken Sie dran, wir lesen von rechts nach links, nicht umgekehrt, ist, dass in diesem Sammelsurium von Abbildungen, von Personen, dass es sich hier um sehr viele zu handeln scheint. Tatsächlich sind es aber nur 2, die sich aber im Lauf der Darstellung durchaus verändern können, ohne dass es den Leser stört, beziehungsweise ohne dass es als Bruch in der Erzählung empfunden wird. Den Ausgangspunkt macht hier also die Schülerin, die dabei ist, ihre Tasche zu packen für eine Expedition in diesem Reich. Und dann plötzlich sehen wir ja ein kleines Mädchen im Hintergrund, der komische Stempeltapete, und dann dieses Mädchen nochmal, das sich zu irgendwelchen Details äußert. Was hier vorliegt, ist eine Konvention des Manga, die darin besteht, dass sie die Protagonisten in sogenannte SD-Characters verwandelt. SD ist die Abkürzung für super deformed. Das heißt, es werden an bestimmten Passagen in der Erzählung Karikaturen der Figuren zeichnerisch eingeführt, um bestimmte, in dem Fall atmosphärische und Gefühlsmomente
dokumentieren. In dem Fall ein Erstaunen, ein Befremden, ein ja, durchaus Zurückfallen in kindliche Verhaltensmuster. Aber damit nicht genug. Es ist also, das hier ist alles eine Figur, aber auch dieses blonde Mädchen, dem dieses andere gerade die Tasche auf den Kopf legt, sonderbarerweise, ist ebenfalls diese Figur. Nur, dass wir es hier mit dem, und die hat jetzt auf einmal blonde Haare, wir haben es hier mit dem Beginn einer Rückblende zu tun, die erklärt, wie sich dieses Mädchen ja, mit ihrer Mutter auseinandersetzte. Wir sehen hier diesen etwas archaischen chinesischen Palast oder Tempel. Das ist die Örtlichkeit der Ausgangshandlung. Wir haben hier den ordinären japanischen Wohnblock, in dem jetzt sozusagen der Blick der Protagonistin wandert, um dann zu einem Gespräch zurückzukehren mit ihrer Mutter, in dem es um ihre Schulkarriere geht und um ihren Widerstand gegen das Konkurrenzsystem und dergleichen. Wir wollen das nicht weiter verfolgen, nur auch das hier als ein, ja, als ein Dokument, wie mit einer ganz andersartigen Strukturierung der Erzählung operiert wird, um diese Geschichten aufzubereiten, was auch erklärt, warum so ganz andere Formen, die in anderen kulturellen Zusammenhängen entstehen, attraktiv werden für die westliche Leserschaft. In meinem Schlusskapitel oder will ich noch einmal auf den bereits angesprochenen Terminus Graphic Novel zurückkommen. Ich hatte ja bereits gesagt, das taugt nicht als eine Bezeichnung für eine bestimmte Gattung. Darunter wird viel zu viel an unterschiedlichen Dingen versammelt. Womit man gut zurechtkommt, ist diese Bezeichnung als einen literarischen Wertungsbegriff zu nehmen. Das heißt, als eine innovative Form von Comic, von Sequential Art. Und das versuche ich hier an ein paar Beispielen deutlich zu machen, in diesem ersten auch an der Entwicklung. Im Zusammenhang mit Graphic Novel ist sehr oft von Literarisierung die Rede. Das ist auch zum Teil zutreffend. Das heißt, es werden in Comics literarische Stoffe aufgenommen, neu bearbeitet und als eigenständige Werke an das Publikum weitergegeben. Was diese Gegenüberstellung hier bezwecken soll, ist, dass sich das sehr stark unterscheidet von dem, was man schon seit 40 oder 50 Jahren als Adaption von Literatur im Comic durchaus kennt. Manchen von Ihnen wird diese Reihe Classics Illustrated, so heißt die amerikanische Urform in Deutschland in den 50er Jahren, illustrierte Klassiker in Erinnerung sein. Da wurden Shakespeare-Dramen, Goethes Faust, historische Romane und allerlei literarische Vorlagen in Heftform auf 32 Seiten komprimiert und auf diese Art und Weise popularisiert. Das heißt, Adaption von Literatur hatte in erster Linie die Funktion der Simplifikation. Es geht darum, einen bestimmten Stoff ad usum Delphini aufzuarbeiten. Und das ist der Unterschied zu dem, was mit den Literaturadaptionen in dieser Graphic Novel Strömung passiert. Hier passiert etwas ganz Ähnliches wie die Verfilmung von literarischen Stoffen, die die nicht den Ehrgeiz haben, diese literarische Vorlage eins zu eins abzubilden, sondern daraus der anderen Erzählform, der filmischen oder hier der sequentiellen, entsprechende neue Form zu liefern. Und das führt bei Flix dazu, dass es bei dem Faust hier nicht so um eine etwas vordergründig anmütende Monstergeschichte handelt, sondern es geht in den Bereich der Parodie
Und wir können an diesen Figuren schon in etwa den Weg erkennen, wo das hingeht. Da ist das Vorspiel im Himmel mit gemeint aus dem Faust, und wo sich Luzifer und Gott streiten. Allerdings hat der Gott hier einen weißen Frack an, so wie ein Laborangestellter, hat einen Zopf mit Gummi hinten und auch noch einen weißen Schlips. Und dieser Luzifer, naja, der sieht ein bisschen aus wie so ein Punker, den es von der Straße dahin verschlagen hat. Ich will das jetzt auch gar nicht weiter vertiefen, sondern ich denke, mit diesen Dingen sind die Unterschiede genügend angedeutet. Das war das Thema Adaption. Ein großes Segment unter den zeitgenössischen Graphic Novels nehmen sogenannte Autofiktionen, das heißt autobiografische Erzählungen, amerikanisch Graphic Memoir genannt, ein. Hier ein Beispiel von David Small, der im Rückblick seine Kindheit beschreibt und die Leiden seiner Kindheit. Es ist eine Erzählung, die die insofern auch typisch ist für die Graphic Memoirs, weil das, was an Intensität mitgeteilt werden soll, dann in den Bildern vor allen Dingen vermittelt wird. Also etwas, was man in einer Autobiografie, die sich auf die Schriftsprache beschränkt, gar nicht in dieser Weise und nicht so suggestiv machen kann. Es ist die Erzählung eines Knaben, eben seine eigene Kindheitsgeschichte, der von dem Vater, der Radiologe ist, das spielt in den 50er Jahren, mit Röntgenstrahlen permanent behandelt wird, weil der Vater sich davon verspricht, dass seine Nebenhöhlenentzündungen davon verschwinden. Also diese ganze Wissenschaftsgläubigkeit kommt da natürlich zum Ausdruck. Aber dies ist nur ein Aspekt dieser Geschichte. Es geht auch um die Familienstrukturen, unter denen so etwas nur möglich ist. Es geht darum, dass über diese Dinge gar nicht gesprochen wird. Der Junge wird über Jahre mit dem Tumor, der dadurch entsteht, alleingelassen, plötzlich einer Operation unterzogen und leidet darunter. Und was er nun hier in diesen Bildern fasst, nicht wahr? Das hier ist sozusagen die Ärzteschaft, die den medizinischen Fortschritt den medizinischen Fortschritt repräsentiert. Und das sind die Stiche, die Wunden an seinem Hals nach der Operation. Und er kann sich überhaupt von diesen ganzen traumatisierenden Erfahrungen, dieses Buch gibt sehr viele Einblicke ins Unbewusste, versucht das in Bilder zu fassen. Er kann sich daraus nur befreien, indem er einen Ausweg ins Künstlertum findet. Nicht wahr? Das Wahrhaftige, er greift zu Zeichenstift und Papier und taucht ab in die Welt der Zeichnung und sagt dann irgendwann, das hat ihn letzten Endes gerettet und über Wasser gehalten in diesen schlimmen Phasen. Das war ein Beispiel für Graphic Memoir. Ein letztes Beispiel aus diesem Kontext. Hier geht es um die Werke von Marc-Antoine Mathieu. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht darauf gestoßen sind. Es ist im Moment eine Ausstellung im Museum für angewandte Kunst zu sehen, in denen seine Werke in einer recht ansprechenden Art präsentiert sind. Das ist ein Bild aus dieser Ausstellung. Die von mir eingangs in einer sehr groben Form skizzierten Besonderheiten des Comic, die treibt er hier sozusagen auf die Spitze, indem Mathieu in den Gestalten und in den Räumen und auch in den Zeitverläufen, die er schildert in seinen Geschichten, im Grunde alle Grenzen sprengt, mit vielen Traumhandlungen arbeitet und dabei ausgeht von einer Figur, die schon einen äußerst merkwürdigen Namen
hat. Der heißt nämlich Jules Corentin Agfac. Und dieser Nachname, der klingt schon sehr verdächtig. Und wenn man ein paar Mal das hin und her hört und spricht, dann kommt man darauf, das ist eine Verballhornung von Kafka. Es geht also in seinen Bande dessinée darum, die Gebrochenheit der Wahrnehmung der Menschen in der modernen Welt in irgendeiner Form sinnlich erfahrbar zu machen. Das macht auch vor dem Medium Buch bzw. Papier nicht Halt. Hier zu sehen ist, das ist zwar jetzt eine Vergrößerung, aber in einem seiner Bände, in dem einer der Träume unter dem Titel, ich glaube, es ist das Werk Die Spirale, geschildert wird, wird tatsächlich die Buchseite aufgezogen zu einer Spirale, die Sie ausziehen können. Das ist also eine dieser Spezialitäten von Mathieu. Im Grunde ist das ganze Werk ein einziges Mise en abîme. Das heißt, der Leser wird hineingesogen sozusagen in einen ständigen Abgrund, der in den nächsten Abgrund führt. Und dieser Jules Corentin Agfac hat noch die Besonderheit bei all dem, diese skurrile Figur ist Angestellter des Ministeriums für Humor und muss eines Tages erleben, dass das konkurrierende Ministerium, nämlich das für Lebensraum, ihn wegen Lebensraumerschleichung verklagt, und zwar, weil er eine ausgezogene leere Schublade in seinem Büro stehen hat. Mathieu inszeniert diese Geschichten, indem er mit dem Comic als Erzählform und als Medium spielt. Der erste Band, er lautet L'Origine, der Ursprung, berichtet davon, wie Agfac sich selbst auf einmal wiederfindet in einem Comic. Und es ist genau der Comic, den Mathieu gerade zeichnet. Da haben Sie dieses Prinzip des Mise en abîme, wo also von der Eingangshandlung, die erstmal ganz neutral zu sein scheint, plötzlich ein Wechsel erfolgt in ein Spiel mit der Erzählung selbst. Und er taucht dann in seinem eigenen Comic unter und kommt natürlich in dieser Welt nicht zurecht. Der Band, der Anfang vom Ende, der zeigt ihn als Gefangenen eines, wie der Name schon sagt, kafkaesken Traums und eines Albtraums, in dem er alles rückwärts macht. Er rasiert sich nicht, sondern er entrasiert sich. Wenn er geht, geht er rückwärts, er begrüßt seinen Gegenüber beim Auftreffen mit Auf Wiedersehen und so weiter. Und das geht so lange, bis wir als Leser in der Mitte des Bandes angelangt sind. Und dann geht er durch einen großen Spiegel und kann also auf einmal die Richtung wieder ändern. Und auf diese einfache Art und Weise wird also sozusagen wieder Ordnung in dieser Welt geschaffen. Das sind also die Spiele Mathieus mit dem Medium und mit der Erzählform. Eines seiner neueren Werke, das ist jetzt unabhängig von dieser Figur des Agfac, ist insofern interessant, weil er eine Simultanerzählung präsentiert, die den Titel trägt 3 Sekunden und die auf 36 Seiten eine Fülle von Ereignissen zeigt, die in diesen 3 Sekunden angeblich passieren, und die Verknüpfung geschieht dadurch, dass permanent Spiegelungen auftreten, Spiegelungen und wiederum Spiegelungen von Spiegelungen. Spiegelungen erkennen wir daran, dass ich habe jetzt hier kein Beispiel dabei, dass etwa Schrifttexte dann natürlich spiegelverkehrt erscheinen. Spiegelungen von Spiegelungen ist es wieder, sind diese Schriftzeichen wieder in der uns vertrauten Form. Und was hier zum Beispiel als ein Mordanschlag auf diesen Mann erscheint, erweist sich dann im Verlauf der Geschichte, nicht wahr, das, was hier zu sehen ist, wird in der Linse eines Handys gespiegelt, das dieser Mann vor sich hält. Das ist das, was
was hier der Leser zu sehen bekommt. Und diese ganze Szene spiegelt sich wiederum hier in dieser Vase und reflektiert wieder mit einem anderen Medium, das dann, also es ist eine, ich will das jetzt auch nicht weiterführen, aber es ist ein ständiges Zoomen und Spiegeln und alles über diesen Zeitraum von 3 Sekunden, der praktisch Simultanität bedeutet. Und am Ende der Geschichte sehen wir, wie dieser Schuss losgeht, aber nicht den Mann trifft, sondern einen, den er im gespiegelten Fenster eines Hochhauses auf der anderen Seite erschießt. Denn der hat ein Attentat auf ihn geplant. Also auf diese Art und Weise kann man mit diesem sequentiellen Erzählen Effekte erzielen, die man auf eine andere Weise schwerlich eigentlich vorstellen kann. Gut, ich bin am Ende angelangt und bin Ihnen noch die Beantwortung der Ausgangsfrage schuldig. Die war, sind die Comics erwachsen geworden? Sie werden jetzt wahrscheinlich vermuten, dass ich sage, ja, das habe ich doch gerade gezeigt, aber ich sage nein. Und zwar deswegen, der Grund ist, wenn wir das Erwachsenwerden so verstehen, dass Comics eigentlich Kinderliteratur waren und jetzt erst seit einiger Zeit anspruchsvolle Werke bieten, in den Bereich der Allgemein- und Erwachsenenliteratur hineinreichen, dann müssen wir sagen, das stimmt nicht. Denn die Comics waren von Anfang an Erwachsenenliteratur, denn wer waren die Käufer der Zeitungen? Wer kauft auch bei uns heute die Presse und delektiert sich dann auch an diesen Comicstrips, die dort auftraten und die als ganz wichtige Komponente für die hohen Verkäufe der amerikanischen Presse sorgten und die auch dafür sorgten, dass bei manchen die Auflagen in die Höhe schnellten, wenn sie einen besonders guten und attraktiven Zeichner hatten. Und diese Comicstrips, hier ein ganz früher, noch ohne Panelumrahmung und mit relativ wenig Blasentext, diese Comicstrips waren keineswegs auf den Kinderseiten der amerikanischen Presse zu sehen, sondern in dem Unterhaltungsteil, der sich an die Erwachsenen richtete und zusammen mit Karikaturen und anderen Material publiziert worden ist. Was wir sehen können, ist, dass etwas, wahrscheinlich würden wir sogar spontan sagen, naja, das ist doch eine Geschichte, da ist ein Kind, ein Junge und es ist eine groteske Handlung, ein Spaß für Kinder, das könnte ja eigentlich sein. Wenn man die Geschichte genauer betrachtet, dann geht es hier um das Überleben in den Slums der Großstadt und das ist nicht unbedingt kindertauglich, aber vor allen Dingen verkennt man mit dieser Fixierung auf die Figur des Kindes, dass es sich bei diesen sogenannten Kidstrips, die ja wirklich so genannt worden sind und die einen Großteil der frühen Comicstrips in den USA ausmachten, nicht um Comics für Kinder, sondern Comics mit kindlichen Gestalten handelte. Die Bezeichnung hat also etwas zu tun mit der Figur, mit dem Protagonisten und nichts mit dem Adressaten. Das kommt wiederum daher, und damit schließt sich dieser Globalisierungskreis, weil mit Max und Moritz die ungezogenen Kinder da reinkamen und die dann eine Zeit brauchten, bis sie dann andere Heldenfiguren, andere Geschichten und andere Konzepte entwickelten. Und dann haben sie vielleicht auch gesehen, dass das ja eine Tour d'horizon dann durchmachte. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich über Ihre Fragen. Ja.